So viel dazu. Ja, das wie ist jetzt hier der Schlachtplan für die Lösung? Also wer hat das Übungsblatt gelöst? Fast alle, das ist gut. Wer hat Aufgabe 6 nicht gelöst? Nur wenige, das ist auch gut. Prima, schön. Behalten Sie diesen Elan bei. Finde ich gut. Jo, also, wie ist der Schlachtplan? Das ist immer das, was wir zuerst machen. Immer nachdenken, ja? Immer erst denken, dann programmieren, ja? Da steht ja einlesen vom Benutzer, also erstmal einen Genau. Scanner implementieren. Genau, einlesen. Das machen wir irgendwie mit einem Scanner. So, was müssen wir einlesen? Ja? Zwei Zahlen. Genau, zweimal int. Okay, was dann? Was passiert als nächstes? Ja? Brauchen wir die Formel? Muss man rechnen? Genau. Wie sind die Formeln? Ja? A mal B für die Fläche und 2 mal A plus 2 mal B für den Umfang. Genau, F ist A mal B und U ist 2a plus 2b. Genau, und dann? Ausgeben, oder? Und das machen wir mit System out println und dann irgendwelches Zeug. So, also das ist jetzt unser Schlachtplan und den setzen wir jetzt mal um. Wir brauchen eine Main-Methode und dann haben wir das. Also gut, was müssen wir einlesen? Das steht eine Aufgabe. Ja? Genau. Das waren Ganzzahlen, also Länge und Breite. So. Dann brauchen wir zum Einlesen was noch? Scanner hatten Sie schon gesagt. Das geht so, das wissen Sie. Das sieht bei mir richtig fies aus, oder? Das ist aber, damit man es besser erkennt. Ja, also von solchen Sachen einfach nicht nervös machen lassen. Wenn Sie wissen, was Sie gerade schreiben wollen, ist alles gut. So, die Situation kennen Sie jetzt möglicherweise auch. Man fährt einfach mit der Maus hier drauf, wartet einen Moment und dann geht es ein Fensterchen auf und da stehen so Quick Fixes drin. Das heißt, dieses Clip-System, das ist nicht ganz doof, das kann Fehler erkennen und die auch so ein bisschen klassifizieren und so typische Lösungen vorschlagen. Manchmal sind die Quatsch. Also manchmal ist es einfach totaler Käse, was in diesen Quickfixes drin steht. Und oft ist aber einer dabei, der sinnvoll ist. Für uns ist jetzt der richtige Quickfix, na, der erste Import Scanner. Offensichtlich gibt es noch andere Scanner-Klassen, zum Beispiel in einem Paket namens Nashorn. Das ist aber nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen Util Scanner. Dann taucht da oben dieser Import auf. Das ist also auch üblich bei solchen integrierten Entwicklungsumgebungen. Die nehmen Ihnen ganz viel Arbeit ab. Oder können Ihnen ganz viel Arbeit abnehmen. Wenn Sie das nervös macht, schreiben Sie das Zeug selbst. Wenn Sie damit klarkommen, benutzen Sie die Fähigkeiten der IDE. Beides ist in Ordnung. Sie müssen den Modus finden, der für Sie richtig gut. Jetzt haben wir unseren Scanner. Dann können wir hier gleich direkt dahinter schreiben. Was muss ich jetzt schreiben?
Ja? Ja, klar. Also, ja, natürlich, warum sollen wir ihnen was anderes geben? Das ist ja, also, das ist ja jetzt, das ist ein reales Arbeitsmittel des echten Lebens. Ich will ihnen ja nicht irgendwelchen Quatsch beibringen. Okay. Also denken müssen sie ja trotzdem noch. Ja? Genau. Ja, wir. Das ist auch das, das ist die automatische Code-Erweiterung, was wir da jetzt sehen. Ja? Das heißt, die Entwicklungsumgebung liest in dem Moment, wo ich Scan Punkt schreibe, erkennt die Scan ist vom Typ Scanner aus dem Paket Java Util und listet dann mal alles auf, was es in der Klasse gibt. Und wenn ich dann anfange weiter zu tippen, wird alles weggelassen, was nicht zu dem Muster passt. Ja, das nennt man automatische Code-Erweiterung und jetzt kann ich schon beim ersten schon Enter drücken und dann ist es drin. So, beim zweiten ist es genauso. Das ist jetzt direkt nachvollziehbar. Jetzt stand aber in der Übungsaufgabe ja noch was drin, wie man. Da soll jetzt stehen Länge des Rechtecks, Doppelpunkt und Breite des Rechtecks. Was müssen wir da noch tun? Ja? Davor machen wir halt noch eine, also eine Ausgabe mit der Genau. Breite halt oder der Länge. Auch noch so ein Trick zum schneller Schreiben. Schreiben Sie sysout und drücken Sie dann Control Space. Dann wird automatisch das hingeschrieben. So, und jetzt schreibe ich aber hier nicht println, sondern print. Ich erkläre Ihnen auch gleich, warum. Oder wer weiß es. Ja? Ja, wenn wir LN schreiben, dann haben wir halt einen Umbruch und so halt nicht. So können wir halt die Genau. Zahlen direkt So wird hinterlegen. die Zahl dahinter geschrieben und das Enter, was wir eingeben, macht dann den Umbruch. Sieht gefälliger aus, das alles. Das ist auch wirklich unerheblich, ja? Gut, wir haben unsere Eingabe. Jetzt wollen wir rechnen. Ach, wie schön, dass wir uns die Formeln schon aufgeschrieben haben, oder? Also Fläche ist a mal b, Umfang ist 2a plus 2b. Wird jetzt einfach so umgesetzt. Diktieren Sie mal. Ja? Ja. F gleich a mal b, also Ja, Länge mal Breite. genau. Und Umfang gleich 2 mal Länge plus 2 mal Breite. Genau, so sieht das aus. So, und jetzt machen wir noch die Ausgabe. Naja. Da sollte erst stehen Rechteck nochmal. Ne? Zusammengefasst, genau. R Doppelpunkt, dann die beiden Zahlen. So, plus. Was muss ich jetzt ausgeben? Genau. Das Leerzeichen müssen wir jetzt machen. Genau. Das wollte ich jetzt gerade, da wollte ich gerade noch drauf hinaus. Zwischen der 12 und der 5 steht ein Leerzeichen, das müssen wir explizit mit ausgeben. So, oder? Gut. Weil ich schreibfaul bin, kopiere ich mir das mal gleich. Faulheit ist übrigens eine gute Eigenschaft beim Programmieren. Kein Scherz. So, und dann kam Umfang als nächstes oder Fläche? Umfang. Ja, das ist jetzt kanonisch, oder? Gut, wollen wir mal. Als erstes ist es natürlich sinnvoll, mal mit den Daten zu testen, die im. Sehen Sie? Sehen wir noch was? Mit den Daten zu testen, die in der Aufgabe stehen. Und siehe da, jetzt haben wir hier noch so ein kleines
Pseudo-Fehlerchen gefunden. Ist das normal? So, und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Sieht das jetzt genauso aus wie in der Aufgabe? Nicht, sondern? Genau. Da fehlt noch eine Leerzeile. Das würde Jack jetzt trotzdem als richtig kennzeichnen. Manchmal ist es aber nicht so und deswegen geben wir noch eine Leerzeile aus. Das ist auch genau deswegen, damit Sie mal wissen, wie gibt man eine Leerzeile aus. Ja? Ja, kann man machen, Backslash N, aber es geht noch einfacher. Genau, einfach so. Ja? Das gibt einfach eine Leerzeile aus. Was passiert denn, wenn ich sowas mache? Ja? Nee? Also, ja, er schreibt es in die Konsole, das macht aber mit der Konsole was. Ja? Ich mache einen Zeilenumbruch, das Backslash N, dann nochmal einen Zeilenumbruch. Genau, zwei Leerzeilen. Ja? Also das wird, wenn wir das jetzt ausgeben wollten, wenn wir wollten, dass dieses Backslash N dahingeschrieben wird, dann müssten wir es so machen, dann müssten wir es escapen. Dann müssten wir diesen Backslash, also der Backslash ist das Escape-Zeichen in Java. Wenn wir ein bestimmtes Zeichen, was eigentlich ein Steuerzeichen ist, wie die Anführungszeichen oder der Backslash, oder in einem Formatstring das Prozentzeichen, das sind sogenannte Steuerzeichen. Wenn wir so ein Steuerzeichen mit ausgeben wollen, müssen wir davor ein Backslash schreiben. Der Backslash ist sozusagen das Escape-Zeichen. Das schützt das folgende Zeichen davor, als Steuerzeichen interpretiert zu werden. Ich meine aber nicht, dass wir irgend so eine Aufgabe dabei hätten. So, jetzt probieren wir mal andere Zahlen. Machen wir 10 und 20. So, sinnvoll ist es, dass man sich beim Programmieren vorher überlegt, was rauskommen müsste. Was müsste rauskommen, ja? 60 und 200. Und siehe da, es funktioniert und jetzt wird ihr Backslash N ausgegeben, ja? Und wenn wir jetzt das Escape-Zeichen weglassen, dann haben wir witzigerweise nur eine Leerzeile. Vielleicht. Ach nee, ich habe es falsch eingegeben. Also nochmal 10. Sie sehen, man kann auch Eingaben hintereinander tun. Genau. Das lag jetzt daran, dass ich falsch eingegeben hatte. Dann kommen tatsächlich zwei Leerzeilen. Genau, aber eine Leerzeile machen wir so. Schreiben Sie ein Programm, das eine ganze Zahl als Benutzereingabe entgegennimmt und ausgibt, ob die Zahl durch 3 teilbar ist. Und dann sehen Sie Beispiele der Programmausführung. Machen wir mal einen Schlachtplan. Also, geben Sie eine ganze Zahl ein. Und ist durch 3 teilbar. Ja, aber machen wir zuerst. Was muss in dem Programm zuerst passieren? Ja, sagen Sie einfach. Man muss zunächst erstmal einen Scanner importieren, da wir ja das Suchmaingabe einlesen wollen. Achso, ich möchte das meistens viel abstrakter haben, also wirklich erstmal nur so auf Deutsch. Man muss zunächst erstmal die Möglichkeit haben, Tastatureingaben einlesen zu können. Genau, wir wollen eine Eingabe machen. Und dann wollen wir was tun, wenn wir die Eingabe haben, als nächstes? Achso, soll ich noch? Ja, mach mal. Ist ja laut der Aufgabenstellung soll geprüft werden, ob die Zahl durch 3 teilbar ist, das heißt, es wird überprüft, indem man herausfindet, ob bei der Division dieser Zahlen durch 3 ein Rest auftritt. Wenn das der Fall ist, dann genau. Ist diese Zahl nicht durch 3 teilbar und wenn der Rest 0 ist, dann ist die Zahl durch 3 teilbar. Genau, Teilbarkeit prüfen mit dem Rest. Also Rest gleich 0 ist die Frage, die wir stellen müssen. Gut, und wenn der Rest 0 ist, was tun wir dann? Dann wird ausgegeben, dass die Zahl nicht gebracht hat. Genau, und sonst? Wird ausgegeben, dass die Zahl eben nicht gebracht hat. Genau, wir haben jetzt also im Prinzip hat unser Programm nur 2 Teile. Der erste Teil ist die Eingabe, der zweite Teil ist die Prüfung auf die Teilbarkeit.
Und die Ausgabe zusammen. Das ist nicht unbedingt immer so. Meistens ist es so, dass es so einen Eingabeteil gibt, zumindest jetzt in den ersten Wochen. Dann gibt es einen Teil, in dem gerechnet wird, und dann gibt es einen Teil, wo ausgegeben wird. Ja. Das ist halt ganz verschieden. Das ist jetzt, hier ist das mal so. Also, wir haben eine Eingabe, dazu brauchen wir einen Scanner, das hatten Sie schon richtig gesagt. Das können Sie halt einfach aus den Vorlesungsdateien kopieren. Und die Teilbarkeitsprüfung machen wir mit if x modulo 3 gleich gleich 0. Das hatte ich ja mal in der Vorlesung vorgestellt, wie das geht, ne? So. Das war's schon. Gucken wir mal hier Eclipse. Ich habe das natürlich jetzt vorhin schon mal gelöst, aber das macht nichts. Neue Klasse. Mir jetzt zu kompliziert hin. Ne? Hier stimmt das nicht. Type Name ist not valid. Achso, da ist noch ein Leerzeichen drin. So, muss so einmal die Tastatur raussuchen. Eingabe tippe ich jetzt mal schnell ein. Das können Sie sicher auch immer aus den anderen Aufgaben kopieren. Im Testat müssen Sie es allerdings entweder auf ein Blatt Papier aufgeschrieben mitbringen oder im Kopf haben. Aber so schwierig ist es ja nicht. Ich habe das jetzt mit diesem Rot bei mir ein bisschen anders eingestellt, damit man das deutlicher sieht in der Vorlesung. Das ist so mein Präsentationseclipse. So, und jetzt bleibt es rot, und jetzt kann man mit der Maus da drauf fahren. Und dann gibt es solche Quick Fixes. Also die Maus einfach drauf fahren und stehen lassen, nicht da draufklicken. Dann gibt es so ein Quick Fix. Meistens sind die sinnvoll, manchmal sind die nicht sinnvoll. Es gibt also Fälle, wo der Quick Fix Quatsch ist. Was bedeutet das? Der Compiler, der analysiert den Code, stellt fest, dass er den Scanner noch nicht kennt, und dann schlägt er sozusagen in seiner Vorschlagsbibliothek nach, was könnte da jetzt als Lösung zu passen. Also es gibt offensichtlich einen Typ nicht. Und da hat er verschiedene Möglichkeiten, wie er da Abhilfe schaffen kann, also die Entwicklungsumgebung Abhilfe schaffen kann. Sie kann entweder den Typ irgendwoher importieren, was naheliegend ist und was auch das ist, was wir tun wollen. Es kann aber auch sein, dass wir schon mal uns eine Klasse überlegt haben, die wir aber später noch implementieren wollen. Und dann schlägt er zum Beispiel vor, dass wir diese Klasse hier erstellen wollen. Ja, das könnte ja auch eine richtige Lösung sein, wenn wir uns so eine ganze Klassenhierarchie überlegt haben. Kommt später in der Folge. Dann sagt er, es könnte sein, dass sie ein Interface anlegen wollen. Und dann könnte es sein, dass sie sich vertippt haben. Ne? Also Change to Signer. Oder Change to Spinner. Also er sucht halt so in dem, was er so kennt, nach Möglichkeiten. Und das Erste, was wir tun wollen, ist, oder das, was wir tun wollen, ist auch das, was es zuerst vorgeschlagen wird hier in dem Fall. Nämlich, dass wir die Klasse Scanner aus Java Util importieren wollen. Und dann sehen Sie, dass da oben dann plötzlich der Import auftaucht. So. Also die können ganz hilfreich sein, diese Quick Fixes. Die kriegt man nicht durch einen Klick, sondern indem man die Maus drauf fährt und stehen lässt. So, was wollen wir eingeben? Aufgabe 2, was wollen wir eingeben? Ja? Eine ganze Zahl. Genau, int Zahl. Wie geben wir die ein? Ja, und? Sagen Sie mal. Also, gleich scan.
Genau, Punkt Next Int. Das ist noch eine weitere Fähigkeit der integrierten Entwicklungsumgebung. Das können die auch alle, eben Eclipse auch. Die Code-Analyse bemerkt, offensichtlich verwende ich jetzt ein Objekt vom Typ Scanner und schlägt dann in der API nach, was kann das denn alles? Was hat das für Möglichkeiten, also was hat das für Attribute, was hat das für Methoden und bietet die da mal an. In dem Moment, wo ich den Punkt setze, wird jetzt im Prinzip die gesamte Programmierschnittstelle der Klasse Scanner hier aufgeführt. Und wenn ich da weiterschreibe, also immer mit dem Punkt geht das auf, wenn ich jetzt das N schreibe, dann sehen wir schon, dann kommen diese ganzen Next, Next Int, Next Byte, Next Short und so weiter. Und dann kann ich einfach mit Enter das erste auswählen. Das nennt sich automatische Code-Erweiterung. Das kann man abschalten, aber das ist eigentlich auch ganz sinnvoll. So, jetzt haben wir die Zahl. Jetzt müssen wir die Prüfung machen. Genauso wie wir es uns vorher überlegt haben. So, also Zahl Modulo 3 gleich 0. Dann machen wir was? Genau. Auch noch so eine Abkürzung. Beim Programmieren ist es ziemlich sinnvoll, wenn man faul ist. Das ist wirklich eine wünschenswerte Eigenschaft. Man kann für System Out Print, weil das ja immer so ein Theater ist, eine Abkürzung, schreibt man sysout und drückt dann Control Space. Und dann wird es automatisch auch weiter. Es gibt noch mehr solche Shortcuts und man kann die auch automatisiert, also man kann sich auch selber welche überlegen. So, und jetzt kommt die Ausgabe. Und wenn Sie sich die Ausgabe angucken, ist die anders als alles, was wir bisher sonst als Ausgabe hatten. Was müssen wir denn jetzt schreiben? Wir müssen einen String schreiben, genau. Und was schreibe ich in den String rein? Ja, wo kommt denn die Zahl her? Also, ja, okay, das heißt, Zahl separat konkatenieren. Genau, und wie machen wir das? Jetzt Zahl plus. Genau. Also man kann so eine Zahl nicht nur hinten an eine Zeichenkette anketten, sondern auch vorn. Ja, man kann also, es ist ja auch egal im Prinzip. In dem Fall machen wir es nämlich genau anders. Wir wandeln implizit die Zahl in eine Zeichenkette um und ketten den Rest hinten an. Ja. Also Sie können an eine Zeichenkette vorn was anketten und hinten was anketten. Manchmal ist es notwendig, manche Probleme sind so beschaffen, dass man das Ergebnis von hinten aufbauen muss. Das ist nicht so ganz selten. So, und ansonsten, naja, um die andere Ausgabe, oder? Und wie gesagt, faul. Ist nicht durch 3 teilen. So, und jetzt lassen wir es einmal laufen. Ah, das ist eine. Ja, gucken wir gleich. Ach, ich habe vergessen, die Ausgabe zu machen. Es empfiehlt sich, bevor man eine Zahl eingibt, nochmal eine Ausgabe zu machen, was man eigentlich haben will. Ich glaube, in der Aufgabenstellung war das auch. Geben Sie eine ganze Zahl ein. So. Und da ist noch ein Schönheitsfehler drin. 34, nicht durch 3 teilbar, ist richtig. Und 444, was das erwartete Ergebnis? Durch 3 teilbar oder nicht? Wie bestimmt man im Kopf die Teilbarkeit durch 3? Ja, war da nicht was mit der Quersumme? Wann ist die Zahl durch 3 teilbar?
Die Quersumme durch 3 teilen. Oder? Okay. Also ja. Also 444 ist durch 3 teilen. Ja, machen wir das mal mit den Intervallgrenzen. Das ist nochmal so. Also es geht jetzt nicht nur darum, hier Java zu lernen, sondern auch so Problemlösestrategien zu lernen. Das ist nicht immer einfach zu vermitteln. Ich versuche Ihnen da so ein bisschen meine Gedankengänge darzulegen und hoffe, dass Sie davon profitieren. Aber also schreiben Sie ein Programm, das vom Benutzer zwei Zahlen entgegennimmt und prüft, ob eine dritte eingegebene Zahl im geschlossenen Intervall der ersten beiden Zahlen liegt. Was heißt geschlossenes Intervall? Die Zahlen mit eingeschlossen. Ja, dazu, genau. So, und das Intervall soll auch in falscher Reihenfolge eingegeben werden können. Da sehen wir jetzt unten zwei Beispiele. Das erste ist halt 31,40. Und das zweite ist aber andersrum angegeben, 17-4. Was müssen wir denn also zuerst mal tun? Oder wie würden Sie denn da jetzt rangehen? Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Strategien, wie man das lösen kann. Ja? Und die eine Zahl größer ist als die andere. Und was tut man dann damit, mit dieser Information? Wir schauen, ob eine Zahl größer ist als die andere, ja? Bei dem ersten Fall beim zweiten Fall sind die Operatoren andersrum. Genau. Und dann wird es ganz schön unübersichtlich, oder? Nee, Beispiel noch nicht so warm. Viel geschachteltes if-else, oder? Ja. Und was schlagen Sie vor? Ich würde vorschlagen, zwei neue Integer zu verwenden, min und max zum Beispiel, und dann halt das als Gruppe sozusagen zu verwenden. Genau, das ist ganz oft eine Lösungsstrategie, die sinnvoll ist. Wir klären einmal die Situation so, dass wir was haben, womit wir leicht arbeiten können. Ja, Sie können also viele Variablen anlegen, wie Sie wollen. Das wäre jetzt auch mein Vorschlag. Man kann das machen, indem man sagt, wenn die eine Größe ist und die andere kleiner ist als die erste und größer als die zweite. Oder die erste ist kleiner als die zweite und die eingegebene Zahl ist größer als die erste und kleiner als die zweite. Und tot in Teufel. Irgendwie sowas haben sie wahrscheinlich gemacht. Ja. So groß sind nicht. Also, wenn die eine größer ist, ist der Rechenweg so und wenn nicht der Fall. Ja, aber es sind doch mindestens drei Bedingungen, oder? Möglicherweise sogar vier. Na, also das ist... Man legt sich sozusagen das Filet zurecht, bevor man es zerschneidet. Erstmal. Und das ist genau die Idee, die bei solchen Aufgaben dahinter steckt. Also die Aufgabe ist auch tatsächlich dafür da, dass wir darüber reden können. Also vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Hier geht es ja jetzt noch, weil es nur zwei sind, aber sobald man jetzt drei oder vier Zahlen zu vergleichen hätte, wäre das schon wieder eine ganz andere Geschichte. Dann bräuchte man ja immer und immer mehr rotieren. Genau, es wird im Zweifel immer komplizierter und deswegen legt man sich einmal die Situation so zurecht, also wurschtelt einmal so lange auf den Eingabedaten rum, bis man es so hat, wie man es gut verarbeiten kann. Und gut verarbeiten kann man es, wenn man weiß, welche die kleinere Zahl ist von den Intervallgrenzen. Na, dann ist es einfach einfacher. Also, das heißt sozusagen erstens Intervallgrenzen finden. Und in eine Variable namens von mir aus links und rechts legen. Und zweitens mit Zahlen vergleichen. Gut, dann wollen wir mal. Das war jetzt Aufgabe 5, oder? Mhm. Sie sagten, wenn man die Codierung umstellt, während man schon das Projekt offen hat, funktioniert das nicht mehr. Projekt ist egal, die Datei darf noch nicht erstellt worden sein. Die Codierung der Datei wird nicht geändert. Also die müsste sie neu erstellen.
Gut, also, so den ganzen Eingabekram, den kopieren wir uns mal. Wir kopieren aber das ganze Programm. So, wenn ich das ganze Programm kopiere, bestimmt natürlich der Name dann nicht mehr. Muss man dann wieder ändern auf den Namen der Datei. So, jetzt muss ich mal nachschauen, wie die genaue Eingabe war. Erste Intervallgrenze, zweite Intervallgrenze und Zahl. Also wir brauchen dreimal diese Ausgabe. Hier zweite. So. Und ja, also das ist jetzt kanonisch, das schreibe ich jetzt mal einfach so hin. Ja? Also wir geben die erste Grenze ein. Intervall 1 ist gleich und dann als Scanpoint. Next end. Und das können wir jetzt auch gleich wieder kopieren. Und dann int Intervall 2 ist gleich scan.next. So, jetzt haben wir die Eingabe erledigt. Und jetzt müssen wir die richtigen Intervallgrenzen finden. Das hatten Sie jetzt schon gesagt. Wir machen eine linke und eine rechte Intervallgrenze und legen in Abhängigkeit davon fest, wie wir in Abhängigkeit von der Eingabe fest, welche links ist und welche rechts. Das heißt, wir brauchen eine Variable, die heißt links, und wir brauchen eine Variable, die heißt rechts. Wie initialisieren wir die denn? Initialisieren wir die überhaupt? Brauchen wir, glaube ich, in dem Fall nicht, weil wir sowieso im Laufe des Programms die also durch die Umrechnung, also durch die Kontrolle wird die sowieso initialisiert, wenn es halt sein könnte, dass die gar nicht erst angeführt wird, diese Variable, dann müsste man die initialisieren, weil man keine. Genau, also wir prüfen ja danach, ob wir die Intervallgrenzen, also wie die Intervallgrenzen liegen. Es empfiehlt sich jetzt trotzdem, das ist auch so ein Muster, die schon mal zu initialisieren, nämlich die linke mit der ersten Eingabe und die rechte mit der zweiten Eingabe, weil wir davon ausgehen können, dass die meisten User die Intervallgrenzen richtig rum eingeben werden. Das ist also ziemlich gut geraten, wahrscheinlich. Das heißt, ändern müssen wir es dann nur in wenigen Fällen. Die Bedingungen prüfen müssen wir trotzdem jedes Mal. Aber wir sparen zwei Zeilen Quellcode. Aber man könnte doch auch direkt einfach in links gleich MathMin und MathMax für rechts nehmen, oder? Ja, können wir, aber das Übungsblatt heißt ja bedingte Anweisung. Aber na klar, kann man machen. Selbstverständlich. Aber wir wollen eine bedingte Anweisung machen, weil sie das ja üben sollen. Also wie wäre jetzt die bedingte Anweisung? Wenn links größer rechts oder rechts kleiner links, dann wird links gleich Intervall 1, Intervall 2 und rechts gleich Intervall 1. Genau, dann sagen wir, links ist gleich Intervall 2 und rechts ist gleich Intervall 1. Also dann ändern wir. Gut, haben wir gefunden. Alternativ schreibe ich jetzt mal hier hin.
Marth Vader. Oh Gott. Tatsächlich macht das Min und das Max auch nichts anderes als Niv. Ja. Das heißt, in dem Fall machen wir es zweimal geschickt. So, jetzt kommt die eigentliche Prüfung auf das Intervall. Da machen wir jetzt mal hier diese Bedingungen weg. Von vorhin. Mal hier mal die Ausgabe weg. So. Wir prüfen jetzt auf darauf, ob die Zahl im Intervall liegt. Ja? Ja, man guckt, ob die Zahl größer gleich links ist und kleiner rechts. Warum größer gleich? Weil wir ja geschlossen sind. Genau. So, und jetzt haben wir halt eben einen großen Vorteil im Vergleich zu der Lösung, die Sie haben. Wir haben, glaube ich, nur noch mal einmal diese Prüfung und es ist halt total übersichtlich. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass Ihre Lösung schlecht oder falsch ist, aber ich versuche Ihnen schon so diese Denkweise beizubringen, wie man das so sinnvollerweise tun sollte. Also erstmal immer die Situation klären, die man hat. Gut, was müssen wir jetzt ausgeben? Das schauen wir einmal nach. 26 liegt nicht im Intervall, also die Zahl liegt oder liegt nicht im Intervall. Dann machen wir die Ausgabe wieder genauso, wie wir sie vorhin hatten. Ja? Also zuerst kommt die Zahl, plus und jetzt liegt im Intervall. Und wie geht es jetzt weiter? Bei den Intervallen werden noch angegeben. Das ist jetzt so ein bisschen ein ekliges Geschäft. Spaß hier verkettet. Genau. Sagen Sie mal an. Anführungszeichen oben? Nee, nee, da fehlt noch ein Plus, ne? Ich hab's schon geschrieben. Ach so, ah, da. Also Zahl, bei mir heißt es also oder Plus, Anführungszeichen hier oben, Leerzeichen mit dem Intervall. Haben wir doch schon, steht doch schon da. Also, das Intervall. Jetzt muss das Intervall noch hinten dran. Ja, ich glaube auch. Wieder plus, wieder Verkettung, dann die erste Variable, links. Ah ja, links, verzeihen. Wieder Verkettung. Trennt, glaube ich, ein Komma. Ein Komma, ein Anführungszeichen, ein Leerzeichen. Verkettung. Zweite Variable, also rechts. Plus. In Anführungszeichen die Ecke-Klammer. Genau, ja, also so kann es mal auch aussehen. Zahl plus liegt im Intervall plus eckige Klammer plus links plus Komma plus rechts plus eckige Klammer. Also so ein Theater kann das schon auch sein. So, und weil wir faul sind, kopieren wir das jetzt mal einfach. Dann schreiben wir einfach noch ein Licht. So, probieren wir mal rum, wie es aussieht. Also 31 und 40 war der Testfall und die 26. Und siehe da, es stimmt. Aber ich glaube, wir hatten kein Leerzeichen in der Aufgabe, oder? Doch. So, dann gucken wir nochmal. 17 und minus 4 und die Zahl war 0, oder? 0 liegt im Intervall, gut. Also schreiben Sie ein Programm, das eine ganze Zahl im Intervall von 0 bis 9999 als Benutzereingabe entgegennimmt und das deutsche Zahlwort ausgibt. Und dann kommt noch was zu Schleifen und Arrays, dass Sie das halt nicht damit machen sollen. Gut. Was ist denn das Komplizierte daran?
Also mal abhängig, mal wie bitte? Die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache. Auf Englisch wäre das ungefähr halb so viel Code gewesen. Durch die Ausnahmen. Also hier zum Beispiel 30 oder 70 statt 70. Mhm. Also dadurch musste man halt viele Ausnahmefälle separat irgendwie machen. Okay, man kann das aber auch sozusagen mit der Brechstange lösen. Ja. Und dann braucht man die ganzen Ausnahmen nur sehr eingeschränkt zu berücksichtigen. Das würde ich jetzt hier auch empfehlen. Es kommt dann dieselbe Aufgabe, kommt in ein paar Wochen nochmal. Geht es dann bis 10 Millionen. Und dann dürfen sie auch Arrays verwenden und dann muss man die Ausnahmen tatsächlich berücksichtigen. Aber das kann man dann eben auch clever lösen. Aber was muss man denn, man hat jetzt so eine Zahl, was ist denn dann auf jeden Fall notwendig, was man da tun muss? Die Einzelteile zerlegen. Genau, man muss die zerlegen in ihre einzelnen Bestandteile, der Schlachthof der Zahl. Genau, das ist also das Erste, was man tun muss. Also das ist vielleicht auch nicht das Erste, was wir im Programm tun müssen, aber das muss man in jedem Fall tun. Da kann man sich mal Gedanken drüber machen. Das ist so ein schönes kleines Teilproblem. Eine vierstellige Zahl zerlegen. Vorher ist es ganz sinnvoll, dass man sich mal ein Beispiel aufschreibt. Und zwar eins ohne Sonderfälle. Wenn man so eine Weile drüber nachdenkt, fällt einem vielleicht auf, dass es Sonderfälle gibt. Wie, was Sie schon sagten, 70, 60, 12, so Zeug. Und man schreibt sich mal eine auf, die keine Sonderfälle hat. Zum Beispiel 3654 und schreibt sich dann das Zahlwort dazu. Und dann guckt sich einfach Deutsch als Fremdsprache an. Echt, da wird die gelöst? Nein, also die Zusammensetzung der einzelnen Wörter. Genau, und da sehen wir hier so eine Struktur drin. Ja, wenn man sich das genau anguckt, sieht man eine Struktur. Ja, da sieht man, dass es entsprechende Ziffern aus so Teilen besteht. So, und dann kommt so eine eklige Geschichte, was wir Deutschen halt irgendwie falsch machen in der Mathematik. Dass wir den Einer zuerst aussprechen. Das ist total doof, lässt sich jetzt aber nicht mehr ändern. Es gibt im Übrigen eine Strömung unter Mathematiklehrern, die sagt, man soll das anders sprechen. Man soll das den Kindern 50-4 beibringen. Fände ich auch sinnvoll, aber ich glaube nicht, dass es sich durchsetzen wird. Aber andererseits wäre dann die Aufgabe auch einfach zu einfach. Ja. Also, unter dem Aspekt ist es vielleicht auch ganz sinnvoll. Okay, also wir sehen dass wir solche Teile haben. In welcher Reihenfolge arbeiten wir die Teile denn ab? Später mal. Von links nach rechts. Warum? Allein schon mal aufgrund der Position prüfen müssen, ob die Ziffer überhaupt benannt wird, generell. Also, weil wir die Zahl von links nach rechts lesen. Weil wir die Ausgabe von links nach rechts machen, weil das irgendwie einfacher zu sein scheint oder intuitiver. Genau. Weil die Zusammensetzung des Strings am Ende. Da rechts hinten was dranhängen, als jedes Mal wieder an vor den Anfangs. Nein, ob das Plus links oder rechts steht, ist egal. Es ist nur intuitiver, wenn man von links nach rechts schreibt. Okay, für meinen Lösungsansatz war es so. Also wenn wir, es ist einfach intuitiver, von links nach rechts zu schreiben. Und deswegen machen wir das so. So, und das erste Ziel, was wir uns jetzt mal vorgeben, ist, dass wir, wenn wir eine 3654 eingeben, auf der Konsole eine 3000 finden. Na, das wäre mal so ein Zwischenziel. Also das ist auch ein ganz sinnvoller Ansatz zu sagen, man löst mal ein Teilproblem und dann hat man mal so ein kleines Erfolgserlebnis, gut für die Psychohygiene. Ja. Und sie hatten aber gesagt, wir müssen die Zahl zerlegen und das machen wir mal als erstes. Also, wie ist der Einer? Wie kriegen wir den Einer? Ja? Indem man die Zahl in diesem Fall 3654 Modulo 10. Genau, Zahl Modulo 10 gibt den Einer. Wie kommen wir an den Zehner? Zahl Modulo 100. Müssen wir nochmal drüber reden. Was ist denn bei 3654 Modulo 100? Was kommt da raus?
Achso. Die 54. Und dann? Dann könnte man den, was man vorher hatte, bei dem einer abziehen. Und dann noch durch 10 teilen? Ja. Ja. Was kann man denn alternativ tun? Funktioniert aber. Ja klar funktioniert es natürlich. Ist auch nicht falsch. Es gibt immer schönere Möglichkeiten. Wir lernen sie. Also wir haben jetzt Zahlmodulo 100 sind 54. Wie kommen wir jetzt an die 5? Können wir auch davon wieder... Wir wollen um eine Größenordnung verkleinern. Das geht meistens nicht mit Subtraktion. Bei Subtraktion und Addition bleibt man üblicherweise in der Größenordnung. Eine Größenordnung ist immer eine Zehnerpotenz. Kann man mit Division arbeiten? Ah. Und was muss man da jetzt dividieren? Um die 554 zu machen. Also können wir den Rest weglassen? Ja, wir können den Rest weglassen. Ich meine, also wir wollen das andere. Theoretisch können wir 54 durch 10. Und praktisch kommt dabei was raus? 5,4. Kommt da 5,4 raus? Nein, Integer. Genau, also wir können praktisch 54 durch 10 teilen. Haben wir gestern gelernt. Wir haben ja noch keinen Datentyp festgelegt. Ja. Ich könnte da schon mal. Klar, man kann sich auch hinstellen und den ganzen Tag Haare spalten. So. Der Jänger auf der Woche, der sogar auf der Woche. Ja, aber vorgestern hatten wir nur ihn. Hunderter. Wie kommen wir an den Hunderter? Die 6 jetzt. Das ist jetzt kanonisch. Zahlmodul 1000, genau. Und dann? Durch 100. So, und bei den Tausendern? Das Schöne ist, wenn man so ein Muster entdeckt hat, gilt es plötzlich nicht mehr. Wie ist jetzt beim Tausender? Wie kommen wir an den Tausender? Ja? Wurde der 10.000 durchlaufen? Ha, nee. An die verschiedenen. Also ja, ist richtig. Aber wie viel ist denn 3.654 Modulo 10.000? Ja. Doch, das ist schon, was Sie gesagt haben, ist richtig. Also Modulo 10.000 durch 1.000 geht, aber warum machen wir es trotzdem nicht so? Ja? Ja, weil Modulo 10.000 kommt einfach die gleiche Zahl. Genau, das Modulo 10.000 kann man einfach weglassen. Na, das ist das, was ich gerade meinte. Da hat man so ein schönes Muster entdeckt und dann funktioniert es nicht mehr. Na? Aber ist nicht falsch. Na? Ja. Gut. So, auf diese Weise haben wir jetzt unsere Zahl zerlegt. Und was wollen wir denn jetzt tun? Jetzt haben wir unsere Einzelbestandteile. Und jetzt haben wir gesagt, das erste Ziel ist, die 3000 auszugeben. Wie geht das? Ja? Also, erstmal müsste man prüfen, ob die Zahl denn tatsächlich vierstellig ist. Weil davon ja jetzt abhängt, ob wir an ja, also bei dem Verfahren, was ich jetzt vorschlage, passiert es so automatisch mit. Da kriegt man es so geschenkt, die Information. Wie kriegen wir denn jetzt raus, ob wir eine 3, eine 4, eine 5, eine 6, eine 7 ausgeben müssen? Also nicht wie kriegen wir es raus, sondern wie tun wir es? Was für eine Konstruktion benutzen wir denn für? Switch Case. Was ist der Ausdruck im Switch? Also was ist dieser Ausdruck, der in Klammern hinter Switch steht? Tausender. Wie bitte? Tausender. Tausender.
So, und wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, wir haben eine 3 im Tausender drin, was machen wir denn? Also, ja, wir machen dann Switch, jetzt ist im Tausender eine 3 drin, und was, wie geht es dann weiter? Dann wird der Case 3 angesprungen, und im Case 3 passiert was? Dann haben wir einen Ausgabestring, oder wir stellen einen mit dem Wort 3. Mit dem Wort 3. Kann man so machen, ja? Warum? Ja, man kann 1000 machen. Man kann beides machen. Ja, wäre das erste Mal das jetzt. Wie soll das sein? Also deins macht in diesem Fall Sinn. Ich habe das bei mir anders gemacht, weil ich eine andere Methode. Also das Switch geht in eine andere Methode. Also ich schreibe mal die zwei Fälle auf, ja? Also wenn wir nur einzeln alles durchgehen und für jedes einzelne diese 10 Switches formen, dann kann man auch gleich die 1000 nehmen. Aber dann muss ich auch 10 schreiben, oder? Das ist bei der Aufgabe nur anders. So, das erste ist... Aber das kann man ja einfach erledigen. Das erste ist, wohin... Was machen wir mit diesem Zahlwort 3? Wohin packen wir das? Schreiben wir es direkt auf die Konsole? Bauen wir uns Kette zusammen. Warum? Also man kann beides machen, man kann es auf die Konsole schreiben, man kann es in eine Zeichenkette puffern. Zeichenkette kann man dann einfach Stück für Stück erweitern. Die kann man Stück für Stück erweitern, kann man mit der Konsolenausgabe auch. Indem man mit Print arbeitet, geht das auch. Okay. Aber wir sind ja so faul. Wir sparen uns die Print-Ausgabe. Wir sparen uns dieses Print immer. Also Print ist erstens eine teure Operation, das ist in dem Fall jetzt nicht weiter schlimm, aber bei Schleifen ist das zum Beispiel so. Das ist ein Programm signifikant verlangsamt. Und wenn man mal was ändern muss, muss man dann halt nur an einer Stelle ändern und nicht an vielen. Vielleicht, wenn man die Ausgabe anders gestalten will. Das heißt, wir machen hier oben noch so ein String Zahlwort. Und den initialisieren wir mal als Leerstring. So, und in diesem Case 3, da passiert jetzt was mit unserem Zahlwort? Also das Zahlwort gleich Zahlwort plus 3, genau. Das ist ein Muster. Das kommt ganz oft vor. Man initialisiert sich, bevor man irgendwas tut, schon mal das Ergebnis. Und im Programmverlauf modifiziert man dann dieses Ergebnis immer weiter. Das kann eine Zahl sein, das kann eine Zeichenkette sein, das kann alles Mögliche sein. Das passiert oft. Und das hier, dieses ZW ist gleich ZW plus irgendeine Zeichenkette, ist auch ein Muster für den Umgang mit Zeichenketten. Das passiert auch oft, insbesondere wenn man es mit Webanwendungen zum Beispiel zu tun hat, wo man so HTML-Code erzeugen muss, wenn Sie das schon mal gehört haben oder gesehen haben, diese HTML-Webseiten-Beschreibungssprache. Da wird ganz viel mit solchen Zeichenketten-Verkettungen gemacht. Und deswegen dieses Muster. So, und jetzt gibt es die Möglichkeit, hier hinzuschreiben 3 oder 3000. Und dann das Break zu machen. So, dann geht es hier oben weiter und geht es hier unten weiter. Und wenn wir jetzt 3 schreiben würden, was müssten wir dann zusätzlich noch tun? Dann müssten wir hier noch schreiben, ZW ist gleich ZW plus 1000. Wenn wir hier nur 3 schreiben würden. Warum ist das jetzt aber nicht so klug? Oder was ist nicht klug? Es ist umständlich. Ja? Genau. Man müsste jetzt an der Stelle den Fall 0 abprüfen. Man darf das nur machen, dieses ZW ist gleich ZW plus 1000, wenn man nicht eine 0 hatte. Wenn wir jetzt aber hier hinschreiben 3000, wie frühstücken wir dann den Fall 0 ab? Ja? Dann bleibt ZW auch leer. Genau. Wir machen einfach nichts. Und wie formulieren wir das in Switch?
Okay, es nur einfach nicht aufschreiben, oder? Genau. Das ist also sozusagen die Idee und das schreiben wir jetzt mal auf. Raus damit. So, dann hatten wir gesagt, Zahl zerlegen. Zahlenmodul 10. Jetzt haben wir die Zahl zerlegt, dann brauchen wir noch unser Zwischenergebnis. Das initialisieren wir leer. So, dann können wir anfangen, dann kommt das Switchen. Und der erste Fall ist der Case 1 und da sagen wir Zahlwort ist gleich Zahlwort plus 1000. So, ja. So, das ist jetzt einmal so ein bisschen blöd. Case 5, Case 6, Case 7, Case 8, Case 9 und ich habe natürlich das Break vergessen. Wie bitte? Können Sie auch machen, warum nicht? Ja, aber also so ist ja viel eleganter. Ich dachte, das klappt. Ich glaube, das klappt. So, jetzt sind es alles eingefangen. Naja. Nur weil es sich auf und in den Moment. Ja. Dem Compiler ist das egal. So. Und dann wollen wir am Ende ja unser Zahlwort ausgeben, ja? Wollen wir mal gucken, was passiert. 3654. Hm. 3654, 3000, genau. So, machen wir noch einen Gegentest. 654, keine Ausgabe, ist auch richtig. Gut, schauen wir nochmal auf unser Beispiel. Das ist erledigt. Das war schon mal schön. Und jetzt haben wir ein Muster gefunden. Ja, jetzt haben wir ein Verfahren gefunden, wie das geht. Wir wissen, wir ketten vorne an. Wir ketten immer an. Wir wissen, wie wir die Zahl zerlegen. Wir müssen irgendwie auf die Einzelziffern prüfen. Wie geht denn das jetzt mit den Hundertern? Wie bitte? Ganz genauso, in dem Fall wirklich exakt genauso. Ja? Wir haben einfach diese Ziffer und hängen hinten 100 dran. Also das ist jetzt ein No-Brainer. Wir kopieren das hier nämlich, fügen das hier ein. Und ersetzen einfach 1000.
Durch 100. Und das Coole ist, dass sogar die Variable stimmt. Steuerung F. Aber das ist Standard unter Windows, glaube ich, oder? Ja. So, das wollen wir doch mal testen, ob das funktioniert. So leicht geht es leider nicht immer. Also, 3654. Da stimmt das nicht. Warum? Doch. Habe ich es möglicherweise nicht gespeichert? 3654, 3000. Undertale? Das ist ja strange. Ja, durch 100 müssen wir teilen. Genau, aber das wäre jetzt tatsächlich, das schauen wir uns jetzt mal im Debugger an. Na, das ist ein fieser Fehler. Ja? Das gucken wir uns jetzt wirklich mal im Debugger an. Haben Sie recht. So, hier oben rechts sehen wir die Variablen. Bei Ihnen sieht das wieder ein bisschen anders aus. Ich habe mir das jetzt so zurechtgebastelt, damit es in den Vorlesungen leichter geht. So, F6 meine ich überspringt immer, genau. Okay, jetzt geben wir die Zahl ein. 3654. So, und jetzt überlegen wir uns. Der Einer müsste jetzt oben rechts auftauchen als 4. Stimmt. Der Zehner müsste auftauchen als 5. Stimmt. Der Hunderter müsste auftauchen als 6. Stimmt nicht. In dem Moment würden wir es jetzt sehen, dass da der Fehler ist. Ja. Gut, anhalten kann man hier unten mit dem Terminate, mit dem roten Stoppzeichen oder mit dem hier kann man einfach Resume dann einfach weiter ausführen bis zum nächsten Breakpoint. Also so hätte man jetzt diesen Fehler gefunden. Ja. Aber der Impuls, Debugger, wäre genau der richtige gewesen. So, 3654, 3600. Machen wir nochmal Gegenprüfung. 42, da dürfte nichts ausgegeben werden, ist auch richtig. So. Das hätten wir. So, und jetzt wird es ein bisschen tricky. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir wieder einer Stelle weiter, einer Stelle. Aber. Also, oder wir können, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Sagen Sie mal, was ist das Aber? Genau, 3612, 3607, das sind irgendwie, ja, also, ja. Wir müssten prüfen, ob die Kombination auf den letzten beiden Stellen kleiner 20 und größer 10 ist. Ja, das könnten wir machen. Wir könnten aber auch einfach sagen, wir programmieren jetzt das mal runter. Also wir schreiben es jetzt einfach erstmal runter und kümmern uns nicht um die Sonderfälle. Und da kümmert man sich vielleicht später drum und guckt dann in seinem Programm, wo man das einbauen muss. Das kann man machen. Oder wir überlegen es uns jetzt. Mir ist es egal, es ist beides möglich. Ja? Aber wenn Sie jetzt sagen, boah, das ist irgendwie komisch und kompliziert, erstmal runterprogrammieren kann man auch machen. Was wollen Sie machen? Mir ist es egal. Wir müssen doch auch irgendwie noch die 1 abfangen. Also wenn quasi die 10er Stelle 0 ist und die 1er Stelle 1, ist es ja 1. Und wenn es aber zum Beispiel 1 und 20 ist, ist es eigentlich 1 und 20. Genau. Aber da kriegen wir vielleicht mehr Erkenntnisse. Also mein Vorschlag wäre, wir schreiben es jetzt mal so. Ne? Also wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt keine Sonderfälle.
Das heißt, es geht jetzt mit dem Einer weiter. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und so weiter. Ja? Ja, dann nehmen wir das hier mal. Und hängen das hier mal dran. Einer. Und dann ersetze ich das 100 einfach durch und. So, einmal ausprobieren, was passiert. Was erwarten wir denn jetzt bei 3654? Ja? Stimmt. So, und jetzt machen wir noch einen anderen Test. Jetzt gebe ich mal eine 12 ein. Was erwarten wir da? Und genau. Ja. So, also das Programm tut das, was wir erwarten. Wenn wir jetzt den Einer schon mal geklärt haben, ja, dann machen wir den Zehner auch gleich noch, oder? Der kommt ja dann einfach hinten dran. So, statt und schreibe ich jetzt zig. Und dann müssen wir noch ein bisschen korrigieren. 20 ist 20, 30 ist mit SZ, 60 und 70. Was ist denn? Was? Einzig, genau. Was machen wir damit? Oh. Gibt es denn so Einzigs? Und wenn wir da jetzt 10 hinschreiben, dann müssen wir dann. Was, also 10 reicht dann ja auch noch nicht. Aber von 10 bis 20 sind doch in den meisten Sprachen sind das noch Ausnahmeworte. Oder? Ja, in Deutsch unter anderem auch. Ja, nämlich auch. Ja? Also dann brauchen wir auch kein System zu überlegen, wenn wir das. Was machen wir denn jetzt damit? Also ja, wir überlegen uns kein System, sondern... Wie bitte? Genau, es ist ja ein Sonderfall. Wir haben gesagt, wir wollen uns um Sonderfälle jetzt nicht kümmern. So, dann probieren wir das nochmal hier mit 3654. Nicht schlecht, oder? 3654 steht da. 7226. 7226. Genau, das ist doof, ne? Aber so, und da müssen wir uns jetzt mal was überlegen. Also wir haben praktisch alles geklärt, bis auf Zahlen, die auf 1 bis 19 enden. Was machen wir denn jetzt? Was wäre denn am einfachsten? Man legt auf Frage, prüft, ob die Zahl größer ist als das eine und kleiner als das andere und packt dann Sonderfälle zwischen und prüft vielleicht nochmal, ob die Anfälle prüft, ist sie größer als 10 und kleiner als 20. Dann kann ich die ganzen Zehnerstellen dazwischen prüfen und dann darauf verkennen und sagen, ja, dann machst du das und ignorierst alles andere hinten weg. Und wie fühlt sich das an? Weiß ich, habe ich gerade getan. Das ist irgendwie umständlich, oder? Was denn? Könnten auch einfach, wenn wir jetzt diese Methode fortführen wollten, noch bevor wir Einer und Zehner überprüfen, gucken, ob eben 11 bis 19 rauskommt, hinten dran. Und wenn ja, können wir da das Programm beenden. Also dann machen wir die Fälle 11 bis 19 und dann stoppen. Und was ist mit dem Fall 1 bis 10? Was ist mit den Fällen 1 bis 10? 3601. Ja. Was ist damit? Dann auch einzeln. Muss man auch einzeln machen, aber das ist doch irgendwie.
Es liegt, eigentlich ist es total naheliegend. Also Sie würden jetzt zwei If-Abfragen machen und dann zweimal Switch-Case. Wie viele Cases hätten Sie da? Überschlägig. 4, 5, 6. Und wie viele kommen dazu noch? Ich habe halt zwei If-Abfragen noch dazwischen. 1 und 11 bis 19 sind 10. Plus die If-Abfragen und das ganze Strukturtheater im Programm. Das ist irgendwie. Ja, okay. Nee, ich sage ja nicht, dass es falsch ist. Ja. Aber manchmal findet man das Naheliegende nicht so. Was ist denn jetzt naheliegend? Es gibt eine total naheliegende Lösung. Also welche fehlen uns noch? Welche haben wir jetzt noch nicht drin? Sagen Sie es mal. 0, 9 ist schon abgedeckt, 1, 11, 12, 13. Was mit der 2? Wir haben bisher nur 2 und. Achso, wir haben den Fall noch gar nicht abgedeckt, dass keine 10er da sind. Ja? Ja, und was hätte man dann in dem Case 0 drinstehen? Nochmal ein Switch Case. Nochmal ein Switch Case. Wie viele Cases hätten wir insgesamt? Zu viele offen. Nee, wieso denn zu viele? Jetzt sag es doch mal. Nein, wir hätten die 11 bis 19 und. Achso. Die 1 bis 19. Und die 1, wie viel sind das? 19. Die 10 selbst kommen noch dazu. Die 10 selbst hätten sie jetzt sozusagen über, hätten sie jetzt ausgelassen. Also 1 bis 9 sind 9, 11 bis 19 sind 9 und dazu kommt noch die 10. So, jetzt haben wir 19 Cases. Die wollen sie jetzt mit irgendwelchen Switch-Case ineinander geschachtelt, Kramszeug. Was machen wir denn jetzt? Kann man die nicht einzeln behandeln? Was heißt einzeln behandeln? Ja, aber was heißt das? Was bedeutet das jetzt für das Programmstruktur? Was heißt denn einzeln behandeln? Was machen wir mit den Tausendern? Die behandeln wir doch auch einzeln, oder? In jeweils einem Case. Und was machen wir denn jetzt mit den 1 bis 19? 20, 18. 19 Cases machen. Ja, warum denn nicht? Ja, wir wissen nicht warum, deswegen sind wir hier. Wie bitte? Deswegen sind wir hier. Also wir machen jetzt Case 1. Wir wissen nicht, ob wir das machen dürfen. Sie dürfen machen, was Sie wollen. Bis Case 19. Nein, wir dürfen keine Arrays verwenden. Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch, es geht ja auch, wir wollen ja darüber reden, wie so Bedingungen funktionieren. Genau, wir machen einfach Case 1 bis 19. Warum auch nicht? Ist möglicherweise nicht besonders elegant, aber das Programm wird kürzer und übersichtlich. Was wiederum elegant ist. Was schreiben wir genau? Die Frage ist genau richtig. Was schreiben wir jetzt? Was schreiben wir jetzt in Switch? Ja, Zahl kleiner. 100. Und bei 3612? Ja. Zahlenmodul 100. Zahlenmodul 100, sehr schön. Genau. Wir wollen die letzten beiden Stellen. Und das Ganze machen wir aber nur, wenn... Ja, klar. Eine F brauchen wir. Wann tun wir das hier nur? Ansonsten tun wir ja das, was schon im Programm steht. Ja?
wenn der Zielmarkkurse an sind. Genau. Nee, kleiner. Also, kurz gesagt, kleiner 2. Ja. Das Ganze machen wir nur if 10er kleiner 2. Und ansonsten machen wir ja das, was schon im Programm drin ist. So. Braucht man in dem Fall das aus überhaupt noch? Ja, sonst würden Sie ja den zweimal auswerten. Sonst würden Sie ja bei 12 schreiben, 12, 2 und. Ach so, weil das nicht dann exklusiv ist. Okay. Ja. Ja. Aber schön, dass Sie auf Zahlmodul 100 gekommen sind. Man könnte es ja auch anders machen. Wie bitte? Mit dem 10er? Was müsste man dann schreiben? 10er? Zehner plus einer, nehmen wir an, der Zehner ist 1 und der 1er ist 8, kommt 9 raus. Wenn aber 18. Plus 10, wenn der Zehner 0 ist. Wenn der Zehner 0 ist und der 1er ist 8 und Sie rechnen plus 10, kommt 18. Mal 10, genau. Aber das ist ja irgendwie umständlich. Geht aber auch. Kann man auch machen. Gut. Also wir hatten festgestellt, das alles, was hier steht, wollen wir nur im Else-Fall machen. Also jetzt fragen wir erstmal. Kleiner 20. If 10er kleiner 2 und dann kommt dieses große Switch-Case-Zeug und ansonsten machen wir das, was wir schon aufgeschrieben haben. So, mit Tab kann man einrücken, ne? Okay, und jetzt kommt halt Switch. Sie hatten es richtig gesagt. Zahl Modulo 100. Und dann kommen die Cases 1 bis 19. So, und jetzt fehlen noch die anderen. So doof ist er natürlich auch nicht. Stellt fest, dass es den Case schon gibt. Das heißt 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, und jetzt müssen wir halt hier noch das und durch 10 ersetzen. Und noch ein bisschen korrigieren. Ja, 1,10 gibt es nicht, das ist die 11. Ne, das ist die 10. Die 1,10 ist die 11. Die 2,10 ist die 12. Und die 7,10 und die 6,10 gibt es auch. So, und damit hätten wir es fast. Mal ausprobieren. 3645 stimmt. 3607 stimmt. Und 3613 stimmt auch. Genau, jetzt geben wir eine 0 ein, dann klappt es nicht mehr. Also was machen wir damit jetzt noch? Ein Sonderfall für die 0. Wo kommt der hin?
Oder ganz am Ende. Aber wir können es auch ganz am Anfang machen. Ah, oh, so einen großen Block setzt man nicht ohne Not in einen Block rein. Also so einen großen Abschnitt. Wie bitte? Man könnte doch jetzt einfach falls Zahl gleich 0, Zahlwort gleich 0 und dann Return. Ja, Return. Kennen Sie ja noch nicht. So. Könnte man machen, man kann es aber auch einfach jetzt so lassen. Da wären halt die restlichen Fälle noch durchgegangen. Ist ja egal. Ja, es funktioniert ja trotzdem. Aber Sie haben natürlich recht, man könnte jetzt hier dahinter schreiben. Return und das Programm an der Stelle beenden. Das ist aber keine besonders saubere Lösung. Man könnte jetzt hier auch schreiben else und den ganzen Rest, der unten kommt, in den else-Zweig reinsetzen. Das ist aber nicht so schön. Deswegen lässt man es einfach so. Das ist jetzt bei der Sache, es ist einfach total unnötig. Wie viele Zeilen hier dafür? Ich glaube 102. Also so kann man das machen. Wenn Sie andere Lösungen gefunden haben, ist das natürlich auch vollkommen okay. Ja, ich versuche Ihnen natürlich immer so ein bisschen auch diese Denkmuster beizubringen, mit denen man so vorgehen kann. Gut, schauen wir mal. Schreiben Sie ein Programm, das verschiedene physikalische Berechnungen durchführen kann. Folgende Berechnungen sollen möglich sein: Geschwindigkeit aus Weg und Zeit, Kraft aus Masse und Beschleunigung, Widerstand aus Spannung und Stromstärke, Leistung aus Spannung und Stromstärke. Ist Ihnen da jetzt erstmal klar, dass das im Prinzip nur ganz einfache Gleichungen, physikalische Gleichungen sind, die man im Tafelwerk nachschlagen kann? Oder Wikipedia ist ja sowas ähnliches wie ein Tafelwerk. Vier verschiedene Berechnungen, die durchgeführt werden sollen. Dann steht hier, lesen Sie zuerst eine Benutzereingabe ein, die festlegt, welche Operation ausgeführt werden soll. Verwenden Sie die oben angegebenen Zahlen zwischen 0 und 3. Lesen Sie danach zwei weitere Zahlen als Benutzereingabe ein. Diese Zahlen repräsentieren die Eingabe der ausgewählten Berechnung. Berechnen Sie das Ergebnis und geben Sie es aus. So, dann kommt zum Beispiel des Programmablaufs. Da steht es Berechnung wählen 0 bis 3. Dann ist da jetzt die Eingabe 1. Dann steht drunter Kraft aus Masse und Beschleunigung. Das ist genau das, was jetzt eben oben steht. Können Sie es irgendwie einstellen, das, was Sie da machen? Danke. Kraft aus Masse und Beschleunigung steht dann da. Und dann werden eben entsprechend der Auswahl 1 jetzt in dem Fall die beiden Größen, die wir brauchen, abgefragt, nämlich Masse und Beschleunigung. Und dann wird die Kraft berechnet und ausgegeben. Dann haben wir noch ein zweites Beispiel. Widerstand aus Spannung und Stromstärke. Und dann werden die Spannung und die Stromstärke abgefragt und dann wird der Widerstand ausgegeben. Das sind jetzt Grundrechenarten. Das Komplizierte war jetzt offensichtlich zu verstehen, wie das genau laufen soll. Wenn wir jetzt vier Auswahlmöglichkeiten haben, wonach schreit denn das eigentlich? Ja? Nach einem Switch Case, genau. Noch ein Hinweis zum Programmieren ganz allgemein. Ich habe es jetzt in den Praktika auch schon häufiger gesagt. Zuerst denken, danach programmieren. Denken geht am besten mit Papier und Bleistift. Ja. Das heißt, wir werden also eine Eingabe machen. Von 0 bis 3. Und je nachdem, was wir als Eingabe haben, werden wir dann was tun. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt die 1 ausgewählt. Kraft aus Masse und Beschleunigung. Was tun wir denn dann? Wenn wir einmal rausgefunden haben, wir sind jetzt im Zweig 1. Sie hatten schon gesagt, wir nehmen dafür einen Switch Case für diese vier Pfeile hier. Das ist ein guter Ansatz. Ja? Ja, dann hat man den Switch Case und bei 1 soll er halt diese Formel ausrechnen und die
Kraft ausgeben. Was muss er dann aber tun vorher, bevor er rechnen kann? Muss er noch was tun? Wir wissen ja jetzt erstmal nur, wir wollen Kraft aus Masse und Beschleunigung. Ja? Wir müssten erstmal für jeden individuellen Fall, also jetzt sind wir 0 ausgewählt oder 1, müssen wir dann die Werte abfragen. Genau, also wir müssen. Müssen wir Weg und Zeit. Also Eingabe Kraft und. Nee, wir wollen ja die Kraft aus der Masse und der Beschleunigung berechnen. Also Eingabe Masse und Eingabe Beschleunigung. Ja? Und bei dem anderen, ich schaue nochmal in die Aufgabe rein, nicht, dass ich jetzt hier irgendwelchen Unsinn aufschreibe. Bei 2 wäre das jetzt zum Beispiel Spannung und Stromstärke. 2 ist hier, also Eingabe Spannung, Eingabe Stromstärke. Ja? So, jetzt schauen wir uns mal nur einen dieser Blöcke an. Ist Ihnen jetzt erstmal deutlich, dass diese Blöcke im Prinzip identisch sind? Dass eigentlich nur andere Werte erfragt werden und dann möglicherweise eine andere Formel angewendet wird? Ist das erstmal offensichtlich jetzt? Okay. Das heißt, wir bewegen uns jetzt in einen Block, wo wir weiter drüber nachdenken. Wir haben jetzt die Eingabe gemacht. Wir haben die Masse eingegeben. Wir haben die Beschleunigung eingegeben. Was passiert jetzt? Jetzt kommt das, was Sie gerade sagten, oder sagen Sie mal? Jetzt wird gerechnet, genau. Und was passiert danach? Ja? Die Ausgaben, genau. So, und das Entscheidende war das, was Sie gerade vorhin gesagt haben. Das hier, das ist Switch Case. Man kann es auch mit if-else machen. Ja? Aber mit Switch Case ist es sauberer strukturiert wahrscheinlich. Und vor allem, wenn man jetzt sich überlegt, vielleicht haben Sie schon mal textbasierte Kommandozeilentools gesehen, wo dann solche Eingabemenüs, da werden dann so 8 bis 10 Optionen, die man hat. Zum Beispiel FDisk ist so ein Tool, wo man Festplatten formatieren kann. Da werden dann so verschiedene Optionen angeboten, da muss man dann immer einen Buchstaben eingeben. Ja, das ist jetzt hier so ein textbasiertes Menü im Prinzip. Ja? Die Ausgabe, passiert die noch innerhalb des Switch Case oder außerhalb? Wir schauen uns das mal an, was ausgegeben werden soll. Bei dem ersten wird Kraft ist gleich ausgegeben, bei dem zweiten wird ausgegeben Widerstand ist gleich. Ja? Ich glaube innerhalb des Switch Case. Warum? Weil je nach Case kann er sich ja das System auch. Genau, die Ausgabe sieht unterschiedlich aus in den verschiedenen Fällen. Deswegen kommt sie mit in den Case rein jeweils. Ja? Gut, wollen wir es mal programmieren? Aber ich schätze, jetzt müsste es eigentlich schon offensichtlich sein, oder? Na. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja. Was passiert hier? Ich hatte zwischenzeitlich mal die Struktur geändert. Also Aufgabe 7, Physik.
Das ist ein übrigens schönes Feature von Eclipse, wenn man sich eine Klasse kopiert und den Namen der Datei ändert, wird auch gleich der Klassenname mit angepasst. So, jetzt, warum habe ich das gemacht? Weil wir jetzt einfach schon mal so dieses Grundgerüst haben, was man immer wieder braucht, jetzt im Moment mit dem Scanner und dem ganzen Zeug. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. So, dann schauen wir mal. Berechnung wählen 0 bis 3. Ist das, was ausgegeben werden soll? Und dann haben wir die Zahl. So, und dann sagten sie, wir wollen jetzt Switch Case machen. Dann tun wir das doch. So. Irgendwann kriegen wir es hin. So, bei mir sieht es mit dem Rot so ein bisschen. Ich habe mir das auf ein bisschen krasser eingestellt, damit man das deutlicher sieht, wenn ein Fehler da ist in der Vorlesung. So, jetzt nehmen wir einfach die Zahl, die wir eingegeben haben. Und dann sagen Sie mal, was muss ich jetzt schreiben? Welche Fälle haben wir, ja? Naja, jetzt haben wir einen Switch. In dem Switch kann nur was drin sein? Als oberstes, ja? Man hat halt verschiedene Cases, und zum Beispiel bei 1 muss man dann die Master berechnen. Ja, aber was muss ich jetzt schreiben? Also ich kann jetzt nicht System-Out-Print-LN schreiben, sondern was muss jetzt da stehen? Case. Und nicht Case 1, sondern? 0. Also man hätte jetzt auch mal mit Case 1 anfangen können, aber so immer das Break nicht vergessen. Ich schreibe jetzt nur den Case 0 erstmal auf. Warum? Weil Faulheit eine erforderliche Eigenschaft beim Softwareentwickeln ist. Und wir das nachher einfach per Cut and Paste übernehmen. Ja, wir lösen ja, wir haben ja gesehen, es ist in den 4 Blöcken im Prinzip immer identisch. Das heißt, wir lösen es einmal und passen dann nur immer die Kopie an. So, Case 0. Ist Geschwindigkeit aus Weg und Zeit. So, und dann hatten wir immer gesehen, in der Ausgabe hier unten steht ja dann immer direkt drunter Kraft aus Masse und Beschleunigung. Also wir geben jetzt erstmal aus Geschwindigkeit aus Weg und Zeit. Und weil wir faul sind, kopieren wir uns das. Kleiner Trick, sysout schreiben, Ctrl-Space drücken. Oh, wir kopieren uns doch nicht. So. Okay, dann hatten wir gesagt, jetzt müssen wir die Parameter einlesen. Wie geht das? Ja? Über? Über den Scanner, genau. Einen Scanner haben wir schon. Der ist oben schon da. Ja? Ja, wir schauen nochmal ganz genau hin. Okay, das hier sind jetzt, ja, das ist leider, ich sehe das gerade in der Darstellung ein bisschen unklar, also nicht ganz deutlich. Hier sind jetzt 204 und 230 und 4, das sind jetzt immer Ganzzahlen. Die Ausgaben sind immer Doppelwerte. Vielleicht sollten wir Doppelwerte einlesen. Ja, also man kann sich ja gut vorstellen, dass man jetzt bei physikalischen Größen auch, also gerade bei Spannung und Stromstärke, so im Millivolt-Bereich oder so, vielleicht auch gebrochen rationale Zahlen. Wäre jetzt mein Vorschlag. Aber Sie haben schon recht, mit Next irgendwas. Wir müssen uns aber die Variablen
definieren. Geschwindigkeit Weg ist S. Und dann nehmen wir Scan-Punkt. Das ist auch ein Feature von integrierten Entwicklungsumgebungen, das nennt sich automatisierte Codeersetzung. In dem Moment, wo ich den Punkt schreibe, schlägt die Entwicklungsumgebung, also die stellt dann fest, Scan ist ein Typ, ist ein Objekt vom Typ Scanner. Was Objekte sind, sehen wir im Detail dann später noch. Und schlägt dann in der Java-API nach, wie sieht die Schnittstelle aus? Also welche Methoden und welche Attribute gibt es da drin und bietet die mal alle an. Und wenn ich jetzt anfange, ein End zu schreiben, dann bietet der Next Double an. Und dazu kommt noch, das ist ziemlich schlau, das sieht, was auf der linken Seite steht, also was für ein Typ das sein muss, wenn es eine linke Seite gibt, und bietet dann alle Methoden an, die denselben Typ erzeugen. Ja, und deswegen steht jetzt Next Double oben. So, also ein bisschen schwarze Magie, aber das ist der Grund, warum das so. So, und dann brauchen wir noch die Zeit. So, und das reicht aber noch nicht. Wir müssen ja noch hier steht ja Masse in Kilogramm Doppelpunkt, Beschleunigung. Also wir müssen jetzt noch Weg und Zeit ausgeben. Weg in Metern, wir nehmen einfach mal die SI-Einheiten. Und Zeit in Sekunden, würde ich sagen. Wir können auch Kilometer und Stunde nehmen, aber darauf kommt es jetzt hier nicht an. Gut, damit hätten wir die Eingabe erledigt, oder? Jetzt wird gerechnet. Ja. Ja, wie ist die Formel? Kilometer pro Stunde, Meter pro Sekunde. Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit. Oder? So, dann haben wir gerechnet. Jetzt geben wir das Ergebnis aus. So, und jetzt müssen wir noch sagen, wie muss ich das jetzt aufschreiben? Also es soll jetzt stehen, Geschwindigkeit ist gleich 22 Meter pro Sekunde. Was muss ich jetzt schreiben, ja? So, dann muss ich das Plus als Plus schreiben. Ja. Gleich, und das hinter dem aus, genau, dann Plus, dann V. Dann noch ein Plus. Und dann wieder in Geldfüßchen kann man einschreiben. Meter pro Sekunde, oder? Prima. So, und das ist jetzt der richtige Augenblick, um das mal zu testen. Ja, das ist für die Psychohygiene gut, wenn man sieht, dass man so einen Zwischenschritt erreicht hat und sieht, ob es funktioniert oder wenn es funktioniert. Wir haben ja jetzt im Prinzip so eine Art Muster für dieses gesamte Programm. Also wir haben jetzt einen der Fälle vollständig durch und den sollten wir jetzt natürlich einmal testen. Wenn der funktioniert, werden alle anderen auch funktionieren. Ja, zumindest strukturell. Falsche Formel kann man natürlich immer noch eingeben. So, Berechnung wählen 0. Geschwindigkeit aus Weg und Zeit. Es stimmt, jetzt sehen wir schon was. Schauen Sie sich mal an, was jetzt in der Konsole steht und schauen Sie sich mal an, wie es hier in der Aufgabe aussieht. Was fehlt jetzt noch? Ja? Eine Leerzeile, genau. Ja, das können wir uns jetzt schon mal merken. Oder wir können es auch direkt korrigieren. Wo muss die Leerzeile hin und wie gebe ich die aus? Ja? Genau, das ist richtig. So wird eine Leerzeile ausgegeben. Wir könnten natürlich auch hier einfach hinten dran noch so ein Backslash n schreiben. Dann würde durch das ln hier, also durch das print ln, würde ein Umbruch erzeugt werden und durch das Backslash n noch ein weiterer.
Das ist aber unter Wartungsgesichtspunkten nicht besonders schön, weil man, um die Programmstruktur dann zu erkennen, in diesen Text reingucken muss. Es ist besser, diese extra Zeile zu spendieren und zu sehen, dass dann nochmal ein extra Umbruch gemacht werden soll. Gut, machen wir mal weiter mit dem Weg. Wir testen es dann gleich nochmal. Sagen wir 100 Meter in 9, was ist der aktuelle Weltrekord? 6,3 oder sowas? Ne, 5,9, ne? Sekunden. Und dann ist irgendwas kaputt gegangen. Ha! Was ist jetzt passiert? Wer weiß es? Wer hat es selber schon mal erlebt? Ich hatte es in der Vorlesung gesagt. Also da steht jetzt Input Mismatch Exception. Offensichtlich passt die Eingabe nicht zu dem, was vom Scanner erwartet wurde. Ja? Das ist vielleicht dieser Fehler sein, dass das auf Deutsch eingestellt ist. Genau. Mein Betriebssystem auf Deutsch eingestellt, das heißt, ich muss eine gebrochene Zahl mit Komma eingeben. Das vergisst man als Informatiker leicht. Allen anderen ist es sofort klar, dass sie Kommazahlen eingeben müssen, aber uns passiert das häufig, dass wir das vergessen. So, also nochmal Weg, 100 Meter, und jetzt 9,59 und dann wird die Geschwindigkeit ausgegeben mit 10,4 Meter pro Sekunde. Spannender wäre jetzt natürlich kmh. Frage außerhalb der Wertung, wie kommt man jetzt auf kmh? Mal 3,6. Also irgendwas in der Größenordnung von 38 km/h ist nicht schlecht, oder? So, jetzt fehlt aber noch was. Jetzt sehen wir nochmal einen Unterschied zur Ausgabe, die wir hier haben. Ich zeige es nochmal. Ja. Ne, muss nicht gerundet werden, das wissen wir ja nicht. Nein, es fehlt noch eine Leerzeile vor der Ausgabe. So, und jetzt machen wir aber noch einen Gegentest. Jetzt gebe ich hier mal eine 2 und dann passiert gar nichts. Und das ist auch in Ordnung so, weil es den Case 2 ja nicht gibt. Das heißt, die Switch-Case-Anweisung wird betreten, dann gibt es keinen passenden Case. Das heißt, keiner der Cases wird betreten und dann geht es hier unten weiter und unten kommt nichts mehr. Und dann war's das. Ja? Ich habe eine Frage. Jetzt zum Thema, wo man ganz gesagt hat, der Wert muss gerundet werden. Wie kann man jetzt in dem Fall, wenn man sagt, man möchte nur 3 Nachkommastellen haben, die alle anschreiben? Erinnern Sie sich an die letzte Vorlesung? Da habe ich es gesagt, wie es geht. Man könnte eine formatierte Ausgabe mit printf machen. Also man könnte jetzt mit printf sagen, wir geben eine Doppelzahl aus der Länge 7 zum Beispiel mit 2 Nachkommastellen. Erinnern sich dieses Prozent f, nee, Prozent 7.2f. Ja? So könnte man es machen. Wenn man das jetzt aber nicht weiß, gibt es auch einen mathematischen Weg. Und dann sagt, ich will es auf 2 Nachkommastellen genau. Wer hat eine Idee? Mit den Bordmitteln, die Sie so kennen. Das ist eine gute Frage, das ist auch ein Muster. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt 10,4293 und ich will jetzt den Rest nicht runden, sondern abschneiden. Runden geht auch, aber wir wollen mal abschneiden nur. Damit wir das Prinzip verstehen. Wie würde das jetzt gehen? Wie haben wir denn gesagt, wie können wir denn Nachkommastellen abschneiden? Ja? Ich meine, dass anderen Werttypen, also Double in Int zum Beispiel. Genau, man weist einen Double-Wert einem Int zu. Das haut ja jetzt aber nicht hin.
Wir wollen ja nicht alle Nachkommastellen abschneiden. Was können wir da tun, ja? In dem Fall müssen wir das vorher mit 100. Genau. Wir multiplizieren vorher mit 100, dann schneiden wir die Nachkommastellen ab und dann? Dann teilen wir wieder durch 100. Genau. Das ist ein ganz alter Programmiertrick. Ja, also wie würde das aussehen? Wir hätten dann double neu. Also wir haben hier oben double v ist gleich 10.4293. So, wie kriegen wir jetzt den neuen Wert? Wir nehmen den alten, multiplizieren den mit 100. V mal 100.0. Da müssen wir nicht mal schreiben, das Punkt 0, weil der V ja ein Double ist. Was machen wir damit? Das haben wir jetzt. Sie haben gesagt, wir weisen es einem Int zu. Okay, machen wir es auch einmal so. Int tmp. Dann brauchen wir auch die Klammern nicht. Na doch, vielleicht brauchen sie. Aber was müssen wir jetzt noch machen? Das funktioniert ja so nicht. Ja? Erstmal einen Cast-Operator, weil wir sonst einen Fehler ausgeben. Wir müssen auf int casten und wir müssen aber alles casten. Ansonsten würde jetzt, wenn ich die Klammern weggelassen hätte, die hinteren, würde nur das V gecastet werden. Und dann hätten wir 10 mal 100. Und nicht 10,4. So, also wir rechnen jetzt also 10,4 mal 100. Danach wird gecastet und dann sagen wir double new ist, nee, das geht ja nicht, das ist ein Schlüsselwort. Double neu. Machen wir jetzt was? Ja? Nee, das geht nicht. Wir haben ja jetzt, also jetzt steht ja, jetzt ist unser Wert ja 1042. In TMP steht jetzt der Wert 1042 drin. Wie kommen wir jetzt auf 10,42? Ja? Wieder durch 100 teilen. Und zwar, wichtig, gebrochen rational. So, und das Ganze kann man natürlich auch in eine Zeile schreiben, indem man sagt, neu ist gleich int v mal 100 durch 100.0. Ja? Also noch eine andere Methode. Ich habe das zum Beispiel bei dieser Zeilenaufgabe im Mini-Projekt mit dem Modulo-Operator gemacht. Das geht eigentlich auch ganz gut. Mit dem Modulo-Operator? Wie haben Sie das gesagt? Ach so, ja, da geht das so, genau, das stimmt. So, aber beantworten das jetzt Ihre Frage. Gut, dann kopieren wir mal den ganzen Rest. Also kopieren wir das jetzt alles dreimal, nachdem wir gesehen haben, dass es funktioniert. Ja, das ist jetzt natürlich nur noch Fleißarbeit. Kleiner Hinweis, bei diesem Copy-Paste macht man gerne mal Fehler, weil man irgendwas übersieht. Also wenn Ihnen so ein Fehler dann passiert, einfach ruhig bleiben, ganz locker mit dem Debugger durchgehen und schauen, was haben wir falsch gemacht. So, Sie müssten mir jetzt mal aus der Aufgabenstellung sagen, was ich hier überall eintragen muss, weil ich das jetzt nicht... Ich will jetzt nicht immer hin und her blättern. Sagen Sie mal, was ist Case 1 gewesen? So, also Masse in Kilogramm. Hm? Beschleunigung in Meter pro Quadratsekunde. So. Und Kraft ist? Wie will
wie wir Newton angegeben? Ja? Genau. So, und das ist jetzt hier ganz komfortabel, ja, also. So, was ist Case 2? Das war irgendwas mit Strom. Ja? Widerstand aus Spannung und Strom. So. Spannung nehmen wir mal Volt. Stärke Ampere. Das ist U und I. Und R ist ja. U durch I. Hier müssen wir das oben jetzt leider ausschreiben, weil ich jetzt so ein Omega nicht schnell zur Verfügung habe. Ach, hier sehen Sie, und jetzt wäre uns ein schöner Fehler passiert. Hier müssen wir immer noch das ersetzen. So, und der letzte war dann Leistung aus Spannung und Stromstärke, oder? Ja? So, da kopieren wir doch mal einfach den hier. Da haben wir doch schon fast alles da. So, und jetzt sehen wir was. Double U. Sagt er uns, duplicate local variable U. Klar, hier oben steht schon mal Double U. Ich darf eine Variable nur einmal deklarieren in einem Block. Also eine Variable gilt immer für einen Block. Und der Block fängt am Switch an und endet an der geschweiften Klammer vom Switch. Das ist also ein Anweisungsblock. Die Cases sind alle zusammen ein Anweisungsblock. Das sind nur Sprungmarken, hatte ich auch schon mal gesagt. So, und ich darf so eine Variable nur einmal deklarieren. Was müssen wir jetzt also machen? Ja? Einfach das Double von weg, genau. Ja, also diese Typangabe, das ist ein häufiger Fehler. Das ist ein Fehler, den ich oft bei Programmieranfängern sehe, ist, dass diese Typangabe immer mit angegeben wird. Die ist aber nur einmal nötig, nämlich beim ersten Mal, wo dem Compiler die Variable bekannt gemacht wird. Danach darf die Typangabe in demselben Block nicht wieder auftauchen für diese Variable. Ja? Ja, normalerweise wird das von Eclipse aber genauso auch bemängelt. Also sollte man das auch sehen. Ja, man sollte es sehen. Sollte ist genau richtig. So, P ist U mal I. Und Leistung, da weiß ich jetzt gar nicht, haben wir da Watt angegeben oder Volt Ampere? Aber wir haben es gar nicht aufgeschrieben. Ne? Also Watt. So, und hier kommt das P hin. Und das müsste es jetzt eigentlich sein, oder? So, 230 Volt und 16 Ampere sind. Hä? Ach, Widerstand. Nochmal. 230 Volt, 16 Ampere, das sind 3,6 kW. Das ist ja das Höchste, was man üblicherweise in einem Haushalt anschließen kann. Gut, deswegen steht auf diesen Kabeln immer drauf, auf 3000 Watt beschränkt, auf diesen Verlängerungskabel. Weil eine Standardsicherung ungefähr 16 Ampere hat. Aber das ist am Rande, das hat nichts mit uns hier zu tun.
So, jetzt machen wir hier mal noch was anderes, eine 7. Da kommt jetzt keine Ausgabe, Programm wird beendet. Was könnte man da noch tun? Gehört jetzt nicht, ist jetzt nicht Bestandteil der Aufgabe? Ja? Default. Ja? Für den Code der Eingabe zum Beispiel, wenn man jetzt super angeben würde. Genau. Man könnte jetzt noch einen Default-Fall machen und da würde man eine Ausgabe machen, unzulässige Eingabe.